Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ich dachte mir, ich nehme euch wieder eine Woche bei meiner Ernährung mit. In einem Food Diary, What I Eat in a Week, irgendwie sowas auf jeden Fall. Heute ist schon Dienstag. Ich habe gestern mich nicht groß gemeldet, weil ich keine Zeit hatte, aber ich habe euch gefilmt, was ich gegessen habe. Ich bin nämlich gestern auf Arbeit gewesen früh. Da gab es zum Frühstück Overnight Oats, also wieder Haferflocken. Die habe ich aufquellen lassen mit Flohsamenschalen und Chiasamen. Bisschen Zimt. Und dann habe ich das getoppt mit so einem Vanille-Alpro-Skier und einem halben Apfel und noch ein paar Kakaonips. Das war sehr lecker. Dann hatte ich zwischendurch wieder Apfel, ein paar Nüsse und eine Birne und Paprika, was ich halt immer so mit habe, bisschen Rohkost. Und zum Mittagessen gab es dann einfach Rahmspinat mit Kartoffeln und noch einem gekochten Ei. Das habe ich mir auf der Arbeit aufgewärmt und als Nachtisch hatte ich noch so einen Zero Break Bar von Prosus. Dann musste ich zum Zahnarzt gestern Nachmittag, deswegen hatte ich keine Zeit, groß was zu filmen. Und bin danach direkt mit meinem Bruder Fotos machen gegangen und danach einkaufen. Und danach habe ich bei meinen Eltern Abendbrot gegessen. Und da gab es noch Reste, einfach so einen Wrap in Burrito-Style, also angebraten und gefüllt mit dieser Bohnen-Tomatensauce, also mit diesem Chili Sin Carne. Also genau, Mozzarella war auch noch mit drin. Und als Nachtisch gab es dann noch einen halben Himbeer. Cranberry Skier war das, glaube ich. Den habe ich dann einfach noch so gegessen. Das war auch sehr lecker. Und das war dann gestern mein Abendessen. Und heute Morgen bin ich wieder auf die Arbeit gefahren. Heute ist Dienstag, wie gesagt. Und da gab es bei mir zum Frühstück meine Joghurt-Quarkbowl mit den üblichen Toppings, eine Handvoll Nüsse wieder. Zum Snack hatte ich Paprika, Radieschen und wieder Apfel und Birne mit. Und dann gab es natürlich wieder Kaffee und Tee, wie immer. Und dann hatte ich zum Mittagessen so eine Gnocchi-Pfanne, beziehungsweise Gnocchi ist aus dem Backofen, habe ich gemacht. Die hatte ich vorgekocht. Ich habe die einfach gekocht, dann auf ein Backblech gegeben mit Zucchini, Tomaten, Feta, bisschen Öl und noch ein paar Gewürzen. Dann habe ich das alles miteinander vermengt und habe ich das für ein paar Minuten in den Backofen gegeben. Schmeckt natürlich frisch aus dem Backofen besser als dann mitgenommen und nochmal aufgewärmt. Aber ich hatte da so Lust drauf die Woche irgendwie. Deswegen habe ich mir das eben heute schon mit auf Arbeit genommen. Und das war dann quasi mein Mittagessen. Mit Pesto hätte das, glaube ich, auch richtig gut geschmeckt. Aber sowas auch okay. Und als Nachtisch gab es dann noch ein Kinder-Country. Das hatte ich noch auf der Arbeit. Aber davon habe ich tatsächlich bloß eine Hälfte gegessen, weil ich da irgendwie nicht so das Bedürfnis hatte, das Ganze zu essen. Keine Ahnung warum. Sonst schaffe ich das eigentlich nie, mich da zu beherrschen. Aber irgendwie hat es mir nach der Hälfte davon ausgereicht. Keine Ahnung warum. Irgendwie kam dann auch so zwischendurch mit Kollegin ins Zimmer, dann habe ich mit da kurz gequatscht und dann hatte ich irgendwie auf die restliche Hälfte keinen Bock mehr. Deswegen, ja, hat sich das irgendwie nicht ergeben. Und genau, jetzt bin ich so ein bisschen noch unterwegs gewesen nach der Arbeit, war nochmal im DM und war auch nochmal im Tattoo-Studio und einkaufen kurz im Rewe. Und jetzt habe ich mir was zum Abendessen gemacht, weil es jetzt schnell gehen musste, weil ich jetzt richtig Lust habe auf was zu essen. Und ich auch noch so ein bisschen die Reste aufbrauchen wollte, die im Kühlschrank alle so offen stehen. Zeige ich euch mal, was es bei mir jetzt gibt. Es gibt einmal hier so einen Smoothie. Der ist noch vom Wochenende übrig. Deswegen sieht es auch so ranzig aus. Steht halt schon 2 Tage im Kühlschrank, aber ist ja trotzdem noch gut. Den habe ich jetzt schon angefangen zu trinken. Den trinke ich jetzt noch zu Ende. Da sind einfach wieder Tiefkühlbeeren drin, Proteinpulver, Leinsamen, Quark und ich glaube, das müsste es gewesen sein, Banane. Genau, das trinke ich jetzt nebenbei und dann habe ich von gestern noch Skier übrig. Den esse ich jetzt auch noch. Das ist einfach so Himbeerskier. Fast eine ganze Packung, also ich glaube so 200, 250 Gramm oder irgendwie so. Mit diesem Prosus Granola. Ja, sehr lecker. Freue ich mich jetzt drauf. Hallo ihr Lieben, ich bin von der Arbeit zurück. Es ist jetzt tatsächlich erst Mittag, weil ich dachte mir, ich gehe heute gleich mal ins Fitti in der Mittagspause. Und arbeite dann von zu Hause aus weiter. Deswegen ist es jetzt erst 13 Uhr. Ich habe heute früh auf der Arbeit, oh, es war so lecker, so einen halben Skier mitgehabt. Alpro Skier Vanille. Und den habe ich getoppt mit diesem Prosus Granola. Ich glaube, ihr könnt es mittlerweile auch nicht mehr hören, ne? Aber es schmeckt so gut. Und ein paar Handsamen, da gab es noch eine Handvoll Nüsse. Und eine Banane habe ich dann noch vorhin gegessen und ein bisschen Obst, bevor ich ins Fitti gegangen bin, so ein bisschen das Energieboost. Jetzt war ich kurz im Training, duschen und brate mir jetzt hier hinten gerade schon so ein veganes Mühlenschnitzel an. Dazu habe ich hier auch noch ein paar Kartoffelreste da und Spinat. Ich zeige euch gleich, wie es aussieht. Auf jeden Fall ist es immer ganz vorteilhaft, wenn man schon so ein bisschen vorgekocht hat. Da muss man das dann nicht machen, wenn man arbeiten ist oder ja, wenn es mal schnell gehen muss, hat man es halt gleich fertig. Das mache ich mir jetzt kurz warm.
Und dann, ja, gibt es gleich bei mir zum Mittag. Und es ist draußen so schön warm, ich würde mich ein bisschen raussetzen. Schade, Schokolade. Aber ich habe auch Riesenhunger. Ich freue mich jetzt gerade einfach nur sehr aufs Mittagessen. Und ready sieht das Ganze jetzt so aus. Chaotischer hätte das jetzt endlich echt nicht enden können. Spinat in der Mikrowelle aufzuwärmen ist echt das Schlimmste. Ja, jetzt könnte ich erstmal die ganze Mikrowelle putzen. Ich freue mich einfach gerade sehr auf mein Essen. Es gibt jetzt, wie gesagt, Kartoffeln mit dem restlichen Rahmspinat noch. Und dazu das Cordon Bleu. Das musste ich jetzt mal... Nee, Cordon Bleu ist es gar nicht. Einfaches Schnitzel. Das muss ich jetzt mal auf dem Extrateller tun, weil ich das nicht mag, wenn das so in dem Spinat schwimmt. Und das ist doch mehr Spinat gewesen, als ich jetzt gedacht hätte. Deswegen, ja, getrennt. Aber ich esse es natürlich zusammen. Sehr lecker auf jeden Fall. Freue ich mich jetzt drauf. Ich habe übrigens auch noch das ganze Obst und Gemüse von der Arbeit mit. Also wieder ein bisschen Paprika, Gurke, Tomate. Die Birne sieht jetzt nicht mehr so fresh aus. Und den Apfel habe ich schon so ein bisschen gesnackt. Ach so, und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich vorhin noch schnell im DM geholt habe. Ich habe wieder nicht alles gefunden, was ich eigentlich kaufen wollte, beziehungsweise nicht alles geholt, weil so viel los war und ich auch nicht so den größten Beutel mit hatte und nicht erst einen kaufen wollte. Aber die Basics kann ich euch ja mal zeigen. Ich habe dringend mal wieder eine Wimpernzange gebraucht. Deswegen habe ich mir die von Evelyn einfach mal mitgenommen. Die hat auch immer solche austauschbaren Dinger hier. Dann habe ich zwei Mascaras mitgenommen. Die finde ich eigentlich nicht so nice. Aber ich habe jetzt keine bessere gefunden auf die Schnelle. Deswegen habe ich die mitgenommen und dann hier von Essence noch so eine andere. Genau, die soll richtig gut sein. Deswegen habe ich die mal mitgenommen, sind beide auch recht günstig. So, von daher passt es schon. Ich habe einfach mal wieder eine gebraucht. Dann habe ich ein paar Riegel mitgenommen. Den hier und den hier und den hier. Das ist tatsächlich der einzige, den ich jetzt gefunden habe, wo keine komischen Süßungsmittel drin sind. In den beiden, glaube ich, ist es drin. Ne, ich glaube nur in dem. Aber in dem nicht. Oder in beiden. I don't know, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ja, habe ich da ein bisschen mehr versucht, auf die Rückseite zu achten. Der vegane Riegel davon zum Beispiel hat auch Sucralose mit drin. Aber ich glaube, ich habe jetzt nur welche mitgenommen, die das nicht enthalten. Ich weiß es nicht, ich muss nochmal schauen. Und dann einmal noch diesen Riegel hier, weil ich da so Lust drauf hatte. Ich will es ja nicht komplett verteufeln. Es gibt viele Sachen, die schlecht sind, die man isst. Man kann es ja auch nicht wirklich beeinflussen. Also, wisst ihr, was ich meine? Dann kann man ja gefühlt gar nichts mehr essen. Aber ich will es halt im Rahmen halten, deswegen achte ich da jetzt schon so ein bisschen vermehrt drauf, wo es so drin ist und so. Genau, dann habe ich noch Tomatenmark mitgenommen, weil ja eigentlich auch so in diesen Tomatendosen-Sachen kein unnötiger Zucker oder irgendwas drin ist. Genau, deswegen auch einmal noch Ketchup. Genau, hier ist nämlich auch gar kein zugesetzter Zucker drin. Tomatenmark, Wasser, Apfelsaft, Apfelessig, Meersalz, Maisstärke, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Muskat, Ingwer, Nelken, Pfeffer und Zimt. Genau, gut, okay, ist Apfelsaft mit drin, aber so im Groben und Ganzen ist der von den Inhaltsstoffen schon besser als jeglicher andere Ketchup. Gut, dass die Flasche so fokussiert. Egal. Genau, dann habe ich noch einmal Aroniasaft mitgenommen, der so auch, oder der ist sehr gesund. Meine Oma hat auch Aronias im Garten, die macht dann immer Aroniasaft selber. Aber ja, ich hatte irgendwie mal Lust, den mal wieder zu trinken, auch wenn der nicht schmeckt, aber ist halt super gesund. Dann einmal noch Apfelmark, wie immer. Und dann hier wollte ich mal diese Reisnudeln ausprobieren. Gerade weil ich auch mal richtig Bock hatte, Pad Thai zu kochen. Und ja, die waren zwar recht teuer, dafür, dass es halt bis 225 Gramm sind. Aber ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Genau, das war es eigentlich schon. Viel mehr ist es gar nicht geworden. Und so sieht jetzt mein Abendessen aus. Ich hatte heute Nachmittag übrigens noch diesen Riegel hier als Snack, weil ich so Lust hatte noch auf was Schokoladiges. Der war wieder richtig lecker. Jetzt gibt es zum Abendessen noch ein Aufbackbrötchen, was wir da hatten. Das habe ich mir jetzt noch ein bisschen angetoastet, mit Avocado bestrichen und noch ein Ei dazu gekocht. Oh, ist wieder ein Träumchen, oder? Gebt euch das. Sieht so gut aus. Hier drüben gibt es noch ein bisschen Frischkäse und veganen Schinkenspicker. Noch ein bisschen Restrohkost von der Arbeit heute. Und als Nachtisch habe ich noch Skierest von gestern noch übrig geblieben. In diesem Himbeerskier habe ich nicht alles schon geschafft. Ja, und das ist mein Abendessen. Ich freue mich drauf. Bei mir gab es gerade übrigens noch alles späten Snack hier, diese halbe Müllermöchte hätte ich noch übrig von irgendwann mal. Die hat mir Robin mal mitgebracht. Jetzt ist die auch endlich leer. Ja, hat so ein bisschen geschmeckt wie Kakao. Ein Stück Schokolade habe ich auch noch gegessen, weil ich sehr, sehr Lust hatte auf noch einen süßen Nachtisch.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute im Homeoffice, sitze jetzt auch schon bei der Arbeit. Es ist jetzt 8:30 Uhr, ich habe schon wieder richtig Hunger. Ich habe heute Morgen direkt mit einem kleinen Workout gestartet. Ich war eine halbe Stunde vor meinem Wecker wach und dann dachte ich mir, eigentlich könntest du jetzt direkt Sport machen, duschen gehen, dann bist du fertig für den Tag. Genau, ich muss mich heute Abend dann nicht noch irgendwie aufraffen oder motivieren. Und ich finde, es gibt nichts Besseres früh, als Sport zu machen, duschen zu gehen und dann, ja, frisch in den Tag zu starten. Ich trinke jetzt hier schon nebenbei dieses Strawberry Whey von ESN. Und ich muss sagen, ich mag das richtig gerne irgendwie. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mir das so gut schmeckt. Also im Smoothie schmeckt das ja immer richtig gut und so geht es eigentlich echt klar. Es schmeckt angenehm nach so einem Erdbeershake. Genau, den trinke ich jetzt. Und habe mir auch schon Frühstück gemacht. Und zwar gibt es Porridge mit Banane, Heidelbeeren, Erdnussmus, Kakaonips. Ihr wisst Bescheid und das ist jetzt mein Frühstück. Und ja, freue mich da jetzt richtig drauf. Und vor allem liebe ich es, wenn die Erdnussbutter so richtig schön frisch noch ist und so schön cremig. Sehr, sehr lecker. Kleiner Snack. Und dazu gibt es noch einen Apfeltee. Ach, ich hatte richtig Lust jetzt auf was Süßes. Deswegen esse ich jetzt hier so eine Proteinwaffel. Hatte ich mir im DM geholt die Woche. Ich mag die richtig gerne. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, die Zutatenliste mir jetzt anschauen konnte, die ist recht schwierig zu erkennen. Ist hier Maltit als Süßungsmittel drin. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie da so aktuell die Studienlage zu ist. Aber es ist zumindest nicht Aspartam oder Acesulfam oder Sucralose. Genau. Also ich achte da jetzt schon doch echt bewusster drauf, aber trotzdem, wenn ich auch mal Lust habe auf so einen Snack, dann esse ich den auch. So ist es jetzt nicht, aber viel bewusster auf jeden Fall. Also ich würde mir das jetzt nie in Massen gönnen. Und so sieht jetzt mein Mittagessen aus. Es schmeckt fantastisch. Es ist wieder super geil geworden. Ich habe mir gestern noch ein paar Vollkornspaghetti gekocht und ein bisschen Zucchini. Und habe die dann einfach vermengt wieder mit diesem restlichen halben veganen Frischkäse. Dann ein bisschen Sojasahne, Mozzarella geriebenen, Tomatenmark, Salz, Pfeffer. Ja, und das war's eigentlich. Es schmeckt wie eine richtig cremige, leckere Tomatensauce. Und vor allem ist der Käse jetzt da drin so richtig schön geschmolzen. Das liebe ich ja extrem. Und oben drauf habe ich jetzt noch ein bisschen Tofu gegeben. Das ist dieser Basilikum-Tofu, den ich so gerne esse. Der ist richtig lecker. Also ich habe den jetzt gerade pur schon so ein bisschen gesnackt, weil das einfach traumhaft schmeckt. Das ist jetzt mein Mittagessen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Das Wetter ist wieder traumhaft draußen. Ich glaube, die hatten ja eigentlich angekündigt, dass es jetzt wieder schlechter werden soll, aber irgendwie sieht es nicht so aus. Nice. Kann ich mir jetzt mein Mittagessen hier in der Sonne schmecken lassen. Ich habe richtig Hunger auf einen Snack, oder was heißt Hunger? Sagen wir eher Lust. Und zwar habe ich gerade aktuell richtig Cravings, beziehungsweise richtig Bock auf diesen Alpro Vanille Skier Style. Der schmeckt so gut, ich mag den total. Und das Gute ist, er ist halt auch noch vegan. Sehr nice. Und den habe ich mir jetzt getoppt wieder mit dem Granola und noch ein paar Hanfsamen. Ja, Hunger habe ich zwar keinen, aber gerade irgendwie extrem Lust auf so ein bisschen was Frisches. Ist jetzt die Hälfte des Bechers ungefähr. Genau, den esse ich jetzt. Oh, es hat jetzt noch richtig lange gedauert, bis ich zum Essen gekommen bin, weil gerade ja noch ein Kumpel bei uns war und wir ein bisschen was Organisatorisches besprechen mussten. Vorher waren wir noch einkaufen. Dass es jetzt halt einfach schon 8:45 Uhr ist. Ich habe aber doch noch ein bisschen Hunger. Und was heißt ein bisschen Hunger? Schon echt Hunger. Deswegen gibt es jetzt ein Alpro Skier in Vanille mit Granola getoppt und noch ein paar Sonnenblumenkerne und Hanfsamen. Sehr geil. Das ist jetzt mein Abendessen, wenn man es so nennen kann. Und vor unserem Snack gab es übrigens hier ein paar von diesen Linsenchips. Die habe ich noch gegessen, bevor wir einkaufen gegangen sind. Ja, so vielleicht die Hälfte, 3/4 der Packung ungefähr. Genau. Und jetzt gibt es, wie gesagt, mein Skier. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag. Es ist jetzt 11:45 Uhr. Wir frühstücken jetzt. Mami gibt es wieder Porridge. Und Robin hat sich hier so Aufbackcroissants gemacht. Gefüllt mit Käse und Schinken. Ich glaube, da esse ich dann auch eins von. Aber halt ungefüllt. Jo, das ist jetzt mein Frühstück. Dazu gibt es Tee und Kaffee. Schauen jetzt ein bisschen Serie. Und frühstücken gemütlich. So, ihr Lieben. Ich snack jetzt noch einen Apfel. Übrigens Plan für heute, ich schneide jetzt kurz noch Video und dann backe ich gleich noch den Kuchen weiter. Ich habe nämlich vorhin schon angefangen, also morgen ist ja Muttertag und deswegen habe ich gedacht, ich backe noch schnell einen kleinen Kuchen. Der geht Gott sei Dank recht fix, also ich bin ganz froh, dass ich mich nicht für eine Torte oder irgendwas entschieden habe, was ein bisschen aufwendiger ist, weil irgendwie ist es heute echt stressig schon wieder. Deswegen backe ich jetzt gleich den Kuchen noch fertig, den nehme ich dann noch mit, hole noch ein paar Blümchen
Und ich treffe mich aber heute 15 Uhr wieder mit einem Kumpel und einer Gruppe. Also wir müssen wieder ein bisschen was besprechen. So eine Art Team-Meeting, Teamsitzung. Und deswegen, das denke ich, dauert auch eine ganze Weile. Also ich denke mal, ich bin dann erst gegen 18, 19 Uhr bei meinen Eltern und dann mal schauen, was es heute zum Abendessen gibt. Deswegen schneide ich jetzt noch ganz kurz Video weiter und dann backe ich gleich Kuchen. Da freue ich mich schon drauf. Und snack jetzt aber erstmal einen Apfel. Da habe ich richtig Lust zu. Ich habe übrigens vorhin ein halbes von Robin sein leckeren Croissants gegessen, weil frische aufgebackene Croissants. Da kann ich nicht widerstehen. Ich bin jetzt auch wieder zurück vom Treffen. Ich habe auf dem Weg nach Hause hier noch so einen Riegel gesnackt, weil ich jetzt mittlerweile echt richtig Hunger hatte. Freue mich dann gleich richtig aufs Abendessen bei meinen Eltern. Und eine Pfirsich esse ich jetzt noch. Nee, eine Nektarine. Ach, keine Ahnung. Nee, ich glaube eine Nektarine. Ja, genau. Mach los zu meinen Eltern und melde mich dann morgen wieder. Zum Abendessen bei meinen Eltern gab es dann wieder diesen rote Linsensalat mit körnigem Frischkäse, Salatkernöl, Paprika, Gurke, Tomate, genau wie ich den halt immer mache. Und dazu hatte ich noch ein halbes Kürbiskernbrötchen mit Frischkäse und veganem Schinkenspicker und Guacamole und noch ein paar saure Gurken. Dann habe ich noch ein Clear Whey getrunken und als Nachtisch gab es noch einen Monte von meiner Schwester, da hatte ich so Lust drauf, so einen kleinen. Richtige Kindheitserinnerung, die Teile, ich liebe die. Und am nächsten Morgen war ja Muttertag und dann bin ich früh bei Zeiten aufgestanden und habe das Frühstück vorbereitet. Mein Papa war so lieb und hat aus der Nachtschicht ein paar frische Brötchen mitgebracht. Und dann habe ich den Frühstückstisch noch gedeckt und habe noch den Kuchen fertig gemacht. Ich habe den mit so einer Lemon Curd bestrichen und dann noch mit Erdbeerscheiben versucht, ein paar Blümchen draufzulegen. Hat so semi-gut funktioniert. Genau, wir haben noch ein paar schöne Blümchen geholt und dann, wie gesagt, den Tisch gedeckt und dann haben wir uns ein sehr, sehr leckeres Sonntagsfrühstück schmecken lassen mit ganz vielen Brötchen, Aufschnitt, Obst. Wir haben noch Lachs gekauft, ich habe noch Eier gekocht, den Kuchen, wie gesagt, und Blümchen. Und ich habe dann einfach ein Kürbiskernbrötchen gegessen mit Guacamole und ein bisschen Lachs und Frischkäse und Gurke ist auch eine mega nice Kombi. Und dann noch Guacamole und Ei. Und dann gab es auch noch einen halben Mohnzopf mit ein bisschen Letta. Das liebe ich auch total in Kombi. Und dann habe ich natürlich noch ein bisschen Obst gegessen, Kaffee getrunken, Tee getrunken, was so dazu gehört und mir natürlich auch noch ein Stückchen vom Kuchen eingepackt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und war ein sehr, sehr guter Start in den Sonntag. Hallo ihr Lieben, ich bin inzwischen wieder zu Hause und ich dachte, ich melde mich direkt mal, ehe ich heute wieder irgendwas vergesse. Es ist Sonntag. Ich bin jetzt zu Hause angekommen, ich räume jetzt ein bisschen die Wohnung auf, gehe duschen wahrscheinlich, weil meine Haare sind ultra fettig, also ich muss dringend duschen. Ich werde vielleicht auch noch ein bisschen Essen vorkochen, wobei ich da auch nicht so viel machen kann, weil wir noch nicht so die Pläne haben, was wir nächste Woche essen wollen. Das wollen wir jetzt spontan machen und einfach den Sonntag jetzt heute wirklich mal genießen und chillen und einfach, ja, mal das Wochenende genießen, weil ich bin heute auch sehr zeitig aufgestanden, bin gestern spät ins Bett gegangen, bin also echt müde und gestern war auch so ein stressiger und chaotischer Tag, deswegen bin ich sehr froh, dass der Sonntag heute sehr entspannt wird. Ich warte jetzt noch, bis Robin nach Hause kommt, der ist noch bei einem Kumpel und dann machen wir heute einen ganz entspannten Sonntag. Genau. Und auf den Kuchen freue ich mich dann später auch sehr. Sonntag, Freunde, ihr wisst Bescheid. Es war ein bisschen chaotisch, was Essen angeht. Es ist jetzt 16 Uhr. Ich bin ja schon am Videoschneiden und Hochladen. Und Robin hatte sich hier solche neuen Kesselchips geholt. Einen Ketchup-Style. Da ist so viel noch drin. Also wirklich ein minimaler Rest. Ich dachte mir, den snack ich jetzt. Ich habe auch gerade schon eine Birne gegessen. Und mein Kuchen vorhin, also es ist ja jetzt schon 16 Uhr, ich glaube 14 Uhr oder so habe ich den gegessen. Der war sehr, sehr lecker. Also richtig gut. Ich kann euch das Rezept mal in die Infobox packen. Es war, wie gesagt, einfach nur so ein Stückchen Kuchen. Es war wirklich nicht viel, weil der auch recht klein war. Habe noch eine Birne gegessen, habe jetzt mein ganzes Essen vorgekocht. Und ich dachte mir, ich snack jetzt ein bisschen. Deswegen gibt es noch die Chips und ein bisschen Paprika für was Frisches. Ich habe jetzt zwar nicht unbedingt Hunger, aber Lust, was zu essen. Beziehungsweise was Frisches zu essen. Deswegen habe ich mir noch eine kleine Joghurt-Quarkbowl gemacht mit Banane, diesem Granola, Sonnenblumenkern, Hampfsamen, Leinsamen, ihr wisst Bescheid. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ja, ihr Lieben, ich habe am Sonntag nicht mal groß gefilmt. Ich habe noch ein paar Food-Neuheiten probiert, sehr geschaut und viel gesnackt. Was heißt viel gesnackt? Ich habe euch eigentlich gefilmt, was ich gegessen habe. Das Einzige, was ich nicht gefilmt habe, war noch ein Müller-Milchreis, den ich probiert habe für ein Food-Neuheiten-Video. Und dann noch so eine Packung von diesen Ringen. Ich kann euch die mal einblenden. Da sind, glaube ich, immer 75 Gramm oder so drin.
ja, die habe ich dann so beim Serienschauen noch ein bisschen weggesnackt. Das war dann mein Essen am Sonntag. Und an der Stelle möchte ich jetzt aber gerne das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter und immer positiv. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye!